Hi, my name is Adelaide Charlier. I'm a climate justice activist from Belgium and based in Brussels. And if I were an MEP, I would not let go of the Green Deal. I would actually fight for it to be more systemic, more holistic. And most importantly, I would not make the Green Deal about climate. I would make it about a European vision. I would include citizens, so for example, include the recommendations of the Conference of the Future of Europe, and making sure that we take into account citizens when we put so much effort in actually organizing ourselves to include them. If I were an MEP, I would realize there is a lot of work to change the narrative around climate transition. And I would say to my colleagues that there is no other way but to transition. Because change is coming, and it's either we organize it or we suffer from it. Mein Name ist Lena Schilling, ich bin Klimaaktivistin und ich trete für die Grünen zur EU-Wahl als Spitzenkandidatin an. Warum mache ich das? Weil die Klimakrise eine der größten Herausforderungen ist, vor denen wir als Menschheit stehen. Und da wird es ganz viele Hebel geben, die wir angehen. Eine der ersten konkreten Dinge, für die ich mich einsetze, ist eine Mobilitätswende. Das heißt, dass Mobilität, die Zugverbindungen zwischen Hauptstädten viel billiger werden und verlässlicher. Eine so eine ganz konkrete Initiative ist der Europatarif. Jeder Kilometer zwischen Wien und einer anderen Hauptstadt zum Beispiel soll nur 10 Cent kosten. Das würde zwischen Wien und Berlin 68 Euro kosten und wäre damit billiger als Flüge aktuell. Ja, die Mobilitätswende, die Klimawende muss leistbar sein und alle Menschen mitnehmen.